Sollte reichen. Mal gucken, was wir drauf haben. Extreme Gravitation und Metalle. Was mich jetzt halt stört, ist, dass ich diese Strukturen nicht mehr entziffern kann. Das stört mich. Das ist das Einzige, wo ich sage, dass es extrem ärgerlich ist. Was wird es sein? Könnte eine Ruine drauf sein. Ich glaube, ich habe es hier auf Hand noch, ne? Ja, habe ich denn jemanden mit zwei Brüchen? Nein. Ja, dann würde ich mit Siopan wieder runtergehen. Meine extreme Temperaturen, extreme Gravitation. Aber komm, das kriegen wir hin. Wir haben kein Defizit bei dem Lander. Muss ich direkt gegensteuern. Ja, das ist Eisen. Wir werden einmal um den Planeten rumgehen. Da ist der gebrochene Arm. Ja, das Extrem ist einfach zu extrem, glaube ich. Ich habe es die ganze Zeit Vollgas und... Er mochte es einfach nicht. Komisch, ich komme hier kaum noch rauf. Habe ich denn irgendwelche Aussetzer hier gerade? Doch irgendwelche Aussetzer, wenn ich mir meinen... Wenn ich den Brennstoff so angucke, eigentlich setzt der nicht aus zwischenzeitlich. Eigentlich müsste ich hier wunderbar vorankommen. Ja gut, ich glaube, ich habe da... Ich glaube, ich habe da noch diesen Stoßdämpfer drin. Guck mal, wie viel Eisen wir hier rauskriegen. Hm, wollte ich ja doch schon, ne? Einmal Bums macht es jetzt. Kriegen wir noch an? Nein, kriegen wir nicht mehr. Lass mal. Hier mal erledigt. Wir gehen jetzt gerade hoch. Du? Ja, müsste doch nicht. Ja, geht doch. Unser Eisen stecken wir, glaube ich. Nee, wir haben hier unten. Wir stecken das Eisen nicht irgendwo rein. Wir behalten das Eisen. Wir haben da unten zur Not immer noch den, das Tor. Da können wir immer noch gucken, ob wir uns dann da zur Not mal den Länder komplett reparieren, wenn er kaputt sein sollte. So, das ist sehr interessant. Was ist das denn hier? Das ist ja mega. Guck mal, wären wir hier unten lang gegangen, hier rüber, hätten wir hier das Sprungtor gehabt von diesen komischen Fiffis hier, von diesen Heinis da, ne? Von denen hier. Von diesen Gläubigern. Das ist interessant. Da ist ein Tor. Das geht hier rüber. Sieht alles gut aus, ey. Da ist ein Raumschiff mit einer Schiffswerft. Ich von hier zum Tor, ja, komm ich. Pass mal auf. Hier können wir eh nichts viel machen bei dem, Bringen wir Ricky hin. Besorgen uns da irgendwie, ne? Gucken wir mal. Hier rüber. Muss mal gucken. Das Kupfer. Und da wäre Eisen. Von mir lieber, glaube ich. Dann gehen wir zur Schiffswerft. Bei der Schiffswerft können wir uns hoffentlich reparieren. Muss ich hin? Und das Jennifer, da ist auch noch. Da oben ist auch noch eine Schiffswerft. Oh, gut, da kommen wir hoffentlich vorbei. Ja. Kommen wir hoffentlich irgendwie vorbei. Das sind sehr, sehr wenig Mineralien hier, sehe ich gerade. Das gefällt mir schon wieder nicht. Außen werden ein paar Mineralien, aber ich würde ganz gerne durch die Mitte gehen. Ja, und hier haben wir das Tor nach zum Nachbarnebel mit. Oh, Kacke, hoher Strahlung. Aber ich glaube, hier müssen wir nicht so weit. Vielleicht so 1, 2, 3, 4 Sprünge vielleicht.
Denke mal, dass wir von Hyades, dass wir dann hier rüberkommen. Die hohe Strahlung ist echt extrem hier. Im nächsten. Aber erstmal müssen wir durch diesen Nebel durch. Gut, als nächstes müssten wir ja logischerweise dann einfach hier hoch. Da ist dann eigentlich nichts. Deshalb würde ich von da aus einfach direkt weiterspringen. Ach, gerade hier. Da haben wir Mineralien, die können wir abfarmen. Da haben wir auch ein Asteroidenfeld, das können wir auch abfarmen. Von hier aus komme ich dann auch nur hier hin. Das ist auch ganz gut. Da haben wir auch nochmal Mineralien. Und ein gelber Zwerg. Nach Solheim. Dann dahin. Genau. So sieht's aus, ihr Lieben. Okay, das machen wir. Aber zuerst gucken wir nochmal hier. Da vorne ist ja noch ein Planet. Dass mit dem Planeten dann da besser ist. Und wir müssten ja auch noch DNA hier machen, ne? Ich will hoffen, dass das da oben ein Rexakt ist. Den wir dann gleich wieder befragen können. Das wäre echt genial. Oh, gucken, ob wir den hier abfangen können. So, das ist das Kronenschiff der Miracle. Das ist der Händler da unten. Ich ahne Schlimmes. Okay, der verpisst sich gerade. Er kommt wieder. Er ist sengend. Hier sind die Temperaturen zum Beispiel weiter sinkend. Das heißt, ich würde hier mal kurz umswitchen auf Alessandra. Dann können wir sie gleich vielleicht von dem Feuerteufel hier befreien. Wäre vorteilhaft, würde ich sagen. Nein, der wird das schon aushalten. Das ist ja nur der Durchschnitt. Aber es ist sinkend, ne? Ich warte mal eben ab, was da oben kommt. Vielleicht haben wir jetzt wieder einen heftigen Kampf vor uns. Kommt gar nicht zu uns. Aus welchen Gründen auch immer der nicht zu uns kommt. Gut, ich warte es aber mal ab. Ich gehe jetzt drauf. Vielleicht ist der gleich bei uns in der Ecke. Dann fange ich den persönlich ab. Dann, das kann doch nicht sein. Er ist unser Feind. Ach so, das könnte auch einer von diesen religiösen Fanatikern oder so. Rüber. Und runter. Was ist das Eisen? Nur für Eisen. Ehrlich ist das auch sinnbefreit, was ich gerade tue. Na gut, Eisen ist Eisen. Kann man auch noch verkaufen. Boah. Ja, okay, jetzt fängt's an. Ja, man macht's bumm. Eins kriege ich auch nicht mehr raus. Und drauf. Schnell rauf, bevor wir. Ich sollte es einfach sein lassen, oder? Bevor wir eine Verbrennung bekommen. Das eine Eisen, das letzte Eisen, hätte ich das nicht mitgenommen. Wäre alles in Ordnung gewesen. So, jetzt brauche ich den Händler. Und ich sage, er fliegt nach da. Und da fangen wir ihn ab. Ich sage, das da ist der Händler. Und ich habe wieder recht. Wieso kann ich den nicht? Hey! Kacke. Das dauert bei mir jetzt, bis ich hier runter bin. In der Zeit ist der Händler schon wieder auf der anderen Seite rum und vorbei und weg.
Exakt. Perfekt. Neues Raumschiff, was ich noch nicht kenne. Was? Drei Pfiffis. Die können auch nichts. Ich rufe euch. Wollt mich jetzt verarschen? Ich habe euch gerufen. Ich würde euch gerne was zeigen. Tschüss. Einmal weg. Das war's dann. Einmal Eisen. Das Ding da unten ist mir gerade wichtiger. Wo? Einmal drehen bitte. Blackbox. Ach. Das waren, ja, deshalb konnte ich die nicht rufen. Das waren Gangster hier. Was? Da ist noch was? Ja, hinterher. Ist das denn weggeflogen? Wohin ist das weggeflogen? Kommt gar nicht mehr näher, oder? Doch, jetzt kommt es langsam näher. Wahrscheinlich für ein Eisen, weißt du? Natürlich. Für ein Eisen. Ohne Worte gerade, ohne Worte. Alles Eintreiber, alles Eintreiber. War ich hier unten schon eigentlich bei dem Planeten? Bin gerade unsicher. Ja klar war ich hier unten schon, ne? Ja, natürlich war ich hier unten schon. Gut, passt auf, dann machen wir Folgendes. Dann gehe ich jetzt runter zur Raumstation, repariere meinen Lander komplett und hoffe, dass dann da in der Zeit ein gelobter Händler auftaucht. Aber wahrscheinlich wird dann dieser Händler 5 Jahre lang in diesem Sektor rumfliegen und wenn ich ihn dann einholen will, dann springt er weg und taucht dort wieder auf. Wenn ich ihm hinterher fliege, dann springt er sofort weg. Der Murphys Gesetz. Wir kennen es ja alle, ne? Komm, Händler. Pfeif dich da oben. Spring da unten wieder raus. So, da hätten wir doch direkt was. Gucken, ob wir das noch kriegen. Das ist ein Kronenschiff. Okay, Kronenschiff, da heißt der Händler ist wirklich oben. Ich meine, natürlich kann ich auch hier handeln. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich will es aber gerade nicht, weil die an den Toren ja immer diese Billigpreise da von uns verlangen. So, Services, einmal Reparaturen, Schiffsaußenhülle oder Landemodulaußenhülle, was heißt das? Gut. Ich hoffe, dass wir jetzt nichts mehr Neues drin sehen. Gut. Während ich hier so gemütlich kreise und ihr diesem Flackern des wunderbaren Sterntors da unten folgen könnt, warte ich auf den blöden Arsch. Auf den der Händler, der jetzt hier unten rauskommt und direkt wegspringt. Ist es dein Ernst? Ich warte hier. Wer weiß, wann ich wieder ein Händler... Ey, willst du mich verarschen oder was? Das kann doch nicht sein. Springen die jetzt alle hier weg?
umkreise das Ding jetzt. Autopilot, wisst ihr? Ich halte gerade den Autopiloten fest. Dann könnt ihr jetzt mal bitte wieder den Händler rauskommen. Händler. Ey, wieso? Was denn jetzt? Wo ist denn das Problem, bitte? Nee, jetzt mal ernsthaft. Wo ist denn das Problem? Wieso kann ich die... Wieso kann ich die alle nicht mehr rufen? Wieso springen die alle direkt weg? Du willst dich doch was verarschen hier. Ich drücke jetzt durchgehend die X-Taste hier. Seht ihr? Hat doch geklappt. Geht doch. Alles klar. So, Händler. Mensch, ey, ich werde hier zum Berserker nochmal, ey. So, du nimmst jetzt mein ganzes Eisen ab. Top. Also guck mal, was der im Angebot hat. Das Landemodul-Reparaturset. Ich glaube, da habe ich noch eine. Kleinen Treibstofftank. Immer, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel wir hatten, aber ich glaube, wir hatten noch einige, ne? Ah, wir hatten noch einige. Glaube ich. Ja, ja. Wir hatten noch einige. Und Landemodul-Reparaturset hatten wir auch. Also. Kaufen wir von ihm hier nichts. Sondern verticken nur. 20 für Xenon, und dann wird er mir für so ein Artefakt, wird er mir 200 geben, kann das sein? Das testen wir mal. Für Xenon und 200 für so ein Artefakt. Tatsache, wie viel haben wir davon? 1, 2, 3. 3 auf jeden Fall. Dann würde ich davon 1 behalten und 2 verticken. Und wie ist mit 200? Das heißt, das ist 400 wert. Wollen wir wetten, dass das 400 wert ist? Warte mal, machen wir eben anders. Wo ich mich ja jetzt mit dem Controller die ganze Zeit klicke. Gehen wir auf Handel. 400. Der bietet mir echt 400 für so ein Artefakt. Das ist mega. Das Artefakt weniger. 400 bitte. Dass man sich einfach halten kann. Na gut, es ist halt doof. Mit der Maus klicke ich halt ein bisschen schneller als mit dem Controller, ne? Oder Händler, so. Okay. Händler. Ich will aber jetzt das Eisen loswerden. Das machen wir auch als erstes. Wir haben 12 Eisen. Für ein Eisen ist das 15. Quatsch, ist 30. Ne, ist 15. Ein Eisen ist 15 wert bei ihm. Das heißt. Wenn ich das richtig sehe. 180 und das sind 210. Klicken wir auch wieder mit der Maus hoch. 110, ne? Ich hoffe, das war's richtig. Ein Eisen ist normalerweise 7 bei ihm wert, ne? Und 15 kannst du verkaufen, 2 sind dann 30. 12 hatten wir. 6 mal 3 sind 12. Ja, 120. Hä? 180. Das ist richtig. 6 mal 3 sind 180. Das ist richtig. So, und das Magnesium. Das war, glaube ich, 30, 60, 90, 120, ne? Sieht gut aus. Dann haben wir jetzt auch wieder hier... Jo, Ressourcen haben wir quasi weg. Das ist gut. Die Juwelen hier, die will ich eigentlich behalten. Also das Juwel geht natürlich an die Elitze, das ist klar. Das Avulko-Juwel ist natürlich die Frage, wohin das geht. Wir könnten es bei den
nicht gluckt, bei den Meorkel versuchen, loszuwerden. Gut, Toten des Hungers halten wir einmal fest. Einmal können wir es ja mitnehmen. Das brauche ich noch. Da haben wir doch einiges hier an Zeug. Der geht mir halt auf den Sack langsam. Der Nager. Jo. Gut, sollte reichen. So, Gerüchte und so ein Rotz haben die ja nicht. Arbeit hat er auch nicht für uns. Und ich frag mal nach. Nein, hat er nicht. Wir wollen nur handeln. Gut, dann danke fürs Geld geben und dann gehen wir jetzt mal tanken. Ich habe hier eine komplette Tankfüllung verbraten. Ernsthaft jetzt? Moment, Blackbox, kann ich doch mal gucken, ob ich die hier loswerde, ne? Dann kriege ich ja noch mehr Geld, fällt mir gerade mal ein. Oder muss ich das bei den Elitzern angeben? Wer hat uns denn diese Quest damals gegeben mit dem Kopfgeldjagd? Moment, hier sind mehr Orkel. Hier sind mehr Orkel, sehe ich gerade. Stimmt ja, das ist ja gar keine geluckt, wie ich dachte. Ach Quatsch, Reparaturen. Auffüllen. Treibstoff. So, das machen wir als erstes. Zeigen. Pass mal auf, dann machen wir hier Blackbox. Zeigen wir mal hier. Eben. 70 Credits sind 70 Credits. Ist immerhin. So. Das wäre das eine. Und jetzt würde ich jetzt gerne hier. Wo ist denn dieses Vulko-Juwel? Okay. Anscheinend macht er das doch noch nicht, ne? Gut, Preisen hier auch und bedanke ich mich hier an der Stelle wieder und gehe. Und dann wollen wir auch direkt weiterspringen, ne? Würde ich sagen. Mal gucken, was jetzt kaputt geht. Irgendwas wird kaputt gehen. Oder der Nager wird uns irgendwas anfressen. Oder was weiß ich. Ich bin ja nur noch hier. Und von hier aus wollte ich direkt weiterspringen. Wir gucken uns dann nochmal. Nein! Meine Heuschrecken sind kaputt. Und ich war doch gerade erst beim Schwarzmarkt. Wieso habe ich die nicht getauscht? Oh, Run. Ich wollte die Heuschrecken neu kaufen. Deshalb war ich doch beim Schwarzmarkt. Oh, das tut weh. Das tut weh. Gut, sehen wir es mal so, ne? Ich habe keine Heuschrecken mehr. Aber ich habe einen Subraumsammler. Und den werde ich jetzt zerlegen. Dann kriegen wir wenigstens bei jedem Sprung ein bisschen Knete. Ein bisschen. Ein paar Mineralien. Da unten haben wir wieder ein bisschen Fleisch. Da oben dürfte das Sterntor sein. Da ist die Sonne. Da steht ein Raumschiff. Okay, da springt ein Raumschiff. Hier sind nur Gasplaneten, so wie ich das sehe. Dein Ernst. Die Anziehung von diesem Vieh ist echt gigantisch groß, ne? Wir haben im Kreis die Sonne. Der im Kreis die Sonne. Guck mal, schon wieder so viel Sprit verballert, ne? Für nix. Bitte mach mal hin, dass jetzt hier. Ist egal, komm, lass mal den.
wieder Vieh sein, wie auch immer. Auf zu dem Gasplaneten da vorne, da fliegt ja Biffy gerade hin, wo ich mein Fleisch herkriege. So. Ich glaube auch irgendwas ist an dem Ruf, an der Ruffrequenz kaputt. Glaube ich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir näher ran müssen, einiges näher ran müssen, um die zu rufen. Ja. So, vielen Dank. Sehr nett von dir. Wo sind deine Waffen, mein Freund? Hm? Ich habe keine Heuschrecken mehr. Wieso zerstöre ich die eigentlich? Wegen der Standardarmierung. Umfassende Reparaturen am Landemodul. Das ist doch mal nicht zu verachten. Außerdem, ich denke mal, ihr habt auch lieber, wenn wir hier so ein bisschen kämpfen, oder? Naja, gut. Erstmal in die Umlaufbahn jetzt hier. So, extreme Temperaturen. Ach, mein Gott, schon wieder verguckt. Extreme Gravitation. Für ein bisschen Gas. Gut, wer weiß, was gleich passiert, wenn wir den Kollegen da oben angreifen. Aber ich glaube, ich werde mir die Gasplaneten hier sparen. Zu den beiden da unten ist mir der Weg zu lang. Das machen wir nicht. Und dieses komische Vieh umkreist einfach nur diese blöde Sonne da vorne. Es macht einfach nichts mehr, außer diese blöde Sonne zu umkreisen. Glitzer. Ach so, das war gar nicht das Vieh. Ja gut, wir gucken uns mal das Elitzer-Raumschiff an. Ey, Moment. Hinterher da, hinterher da, hinterher da. Kriegt das noch ein? Nein. Ich dachte, die hätten den Elitzer gekriegt oder sowas. Also der sprang gerade weg. Das heißt, ich habe automatisch viel hinter uns. Wieso haben wir einen Elitzer als Feind? Muss ich jetzt nicht verstehen. Das war auch kein Elitzer-Raumschiff. Aber es hat ein lilanes Symbol gehabt, wie so ein Elitzer. Also irgendwas war da falsch, glaube ich. Irgendwas war da falsch. Boah, zum Glück. Ich will es jetzt nicht aussprechen, ja, weil dann geht das kaputt jetzt in dem Moment. Aber zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, haben wir keinen eingeschränkten Sprungbereich, ja. Zum Glück kommen noch die Maximale, aber jetzt wird der Sprungbereich kleiner, weil es jetzt kaputt geht. Wir haben Platin gesammelt. Okay. Fleischquelle, wo bin ich? Ich bin da. Da Sonne da. Alles klar.
Da unten ist ein Feind, der zur Fleischquelle fliegt. Und genau da werden wir ihn abfangen. Drecksackplünderer. Das heißt, wir kriegen jetzt zumindest einen Standort vom Schwarzmarkt in diesem Nebel raus.